Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Factorio mit Benny und Wesley. Hallihallo. Hallo. Hallo. Ja, so ganz unscheinbar und nebenbei ist uns aufgefallen, da steht eine Rakete im Silo. Ja, genau. Mach das weg! Mach das weg! Ich hab versehentlich auf Start gedrückt. Das schickt sich doch nicht. Ja, ich habe einen Fisch reingelegt, Wesley hat den ausgetauscht in so eine Blechdose blauen Stricheldings. Genau, das ist die Nordsee-Box, oder? Das ist die Nordsee-Box und McFish und was weiß ich nicht was. Was passiert eigentlich, wenn man Raketensilo jetzt abbaut? Nein, das probieren wir jetzt nicht aus. Ah. Also ich habe den Abrissplaner quasi. Das ist meine Aufgabe. Ja, schade. Ich habe nämlich keinen Platz mehr frei. Ihr Honkos. Machen wir mit Blaupause. Ja, komm, was machen wir jetzt? Wollen wir starten oder was? Ja, wir starten die Rakete jetzt. Zum Anfang der Folge starten wir die Rakete jetzt. Benny startet in seiner Aufnahme. Guckt jetzt bei Benny zu und seht, wie eine Rakete startet. Ich guck weg. Wieso? Weg hier. Guckt ihr diese scheiß Robis an, Mann. Ja, ich hab keinen Platz mehr. Behaltet euren scheiß Beton. Packt den ja, dann macht auch Autoabfall. Gut. Jetzt hat's irgendwie Knack gemacht. Irgendjemand ist gerade weg. Knack. Oh, warte mal, ich sehe es gerade. Oh, da kommen die Robis, echt. die vorhin ausgestiegen sind, kommen jetzt hier angekrochen. Das gibt's doch nicht. Ja, natürlich. Wie spät zu nah. Wir zeigen euch nämlich nachher auch noch den Grund, warum beim Gnichtnet die Zahlen auf seinem Death-Counter sich geändert haben. Oh Mann, ich habe gesagt, wir erwähnen es nicht und es wird keinem auffallen. Oh Mann. Ja, vielleicht hat bitte hatet jetzt alle Benny auf seinem Kanal, ja, genau, Benny-Zone. Bitte alle. Alle einen Daumen runter bei mir, bitte. Ja, genau. Haten. Hate-Attack. Und Wesley streamt jetzt live. Also für nein, euch letzte nicht. Woche, was weiß ich. Was? Also für euch letzte Woche irgendwann hat Wesley live gestreamt auf twitch.de. Das macht er häufiger. Guckt da mal vorbei. Das ist voll cool. Hey. Also fast jeden Tag. Fast jeden Tag, way. Guckt vorbei. Twitch.tv. Voll cool. Twitch.tv. Und, Twitch.de? Nee, TV. Twitch.tv. Du bist ja ein Streamer. Absolut. Ja. Lohnt sich überhaupt nicht. Der weiß noch nicht mal, wo er streamt. Ah, ist gut. Der kriegt das an. Jetzt starte das Scheißding sonst Mais. Ja, Herzone! Herzone! Nee, Wesley, klick drauf. Der Einzige, der nicht aufnimmt, der soll draufklicken. Ja, genau. Ja, super. Dass wir es schön angucken können. Oben das Knicki-Wirrwarr-Dings bei den Forschungsstationen. Ich zoome die ganze Zeit rein und raus. Rein und raus. Wir machen es anders. Ich laufe jetzt weg. Nein. Okay. Hier, wir setzen ich lauf die Kiste nach, hin. Ich lauf nach oben und. Komm. Ach, lass die Kiste lassen. Lass die Kiste da. Alter. Warum? Jetzt hör auf. So, jetzt stellt euch neben die Kiste. So, ungefähr alle den gleichen Abstand. Ja, alle dran. So. Ich reiß die jetzt ab, wer die kriegt, der startet die Rakete. Okay. So, danke. Knie nett. Ja, es ist ab und zu mal schön, Host zu sein, ne? Wir hätten's. Nein, warte, wir machen so, wir starten die Rakete nicht, sondern du machst da oben Knicki Anforderungskiste Satellit. Und wir packen dann den Satelliten in irgendeine Lagerkiste. Ich mach das so. Genau, Anforderungen. Start einfach das Ding! Und so? Gott, nein! Am Arsch und machst du jetzt so? Nicht. Nein! Und nein. Dann können wir das ja wieder wegmachen. Das sind voll die Langweiler, ne? Wo ist denn jetzt diese Blechbüchse? Ich habe keine Blechbüchse. Ich muss die haben. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da war so ein großer roter Knopf! Ich muss da drauf drücken! Ich konnte da nichts mehr! Der Satellit. Ich krieg die. Also ich verstehe die gerade nicht, die Rakete ist so laut. Oh, ist die schnell da. Yay, Spiel beendet, alles klar.
Vorbei, jetzt können wir alles bis Nummer 4. Das war Staffel 2, Freunde. Nach ja, genau. 5 Minuten. Ende nach 5 Minuten. Es war schön mit euch, da ihr uns ja ganz viele Aufträge noch gegeben habt, die wir zu tun haben, müssen wir jetzt hier leider weitermachen. Wir haben fast 34 Stunden gespielt, gell? Abgefahren, oder? Ja. Abgefahren. Vielleicht wir sind jetzt schon wieder bei 18. Mal, wie viel zwischen den Folgen ist. Wir haben jetzt schon wieder 20%. 25. Abgefahren. Was für Psychos. Ja, dann. Ja, was wollten wir jetzt noch machen? Also jetzt ist ja Forschung freigeschalten, oder? Ja, look Wesley macht jetzt Forschung. Ja, look Wesley zeigt uns, was jetzt forschungstechnisch machbar ist. Können wir das jetzt, sind das diese goldenen? Nein, ich habe die in der Hand. Wir müssen ja hier, warte mal. Dann du hast machen die in der Hand? Die fordern die dann an, ne? Was hast du in der Hand? Warum hast du die in der Hand? Ja. Warum hast du die? Ich habe die aus dem Raketensilo genommen. Oh, die sind da drinne? Ja. 1000 Stück kriegst du. Wo sind die denn dann? Ja, das verschwindet, wenn du. Weißt du, so einen blöden Knopf knicken, ne? Das überlässt er mir, ne? Nicht. Aber, ja. Du kannst vergessen, du mal ganz kurz Pause drücken? Also jetzt Spielpause, weil bei mir mal wieder. Also ich habe ja extra jetzt bei mir umgestellt von 4K wieder auf Full HD, weil ich dachte, vielleicht liegt es daran. Aber trotzdem irgendwie, das Spiel mag mich nicht. Oder irgendwie mag meinen Rechner nicht. Irgendwo. Das könnte mal eine Alternative. So. Nee, komm. Wir brauchen das. Das ist wichtig. Das heißt, wir müssten eigentlich hier eine Kiste hinsetzen, die zum einen immer eine. Oh, Rakete ist fertig. Ja, aber. Prozess ist das. Darf ich jetzt meinen Fisch da reinlegen? Darf ich jetzt meinen Fisch da reinlegen? Du kriegst den Erfolg trotzdem nicht. Ist mir doch egal, ich will einen Fisch da reinlegen. Kriegt man dann die Forschungspunkte oder kriegt man die nur mit Satellit? Ey Leute, Wesley ist voll gemein zu mich. Satellit ist drin, kannst wieder starten. Boah. Die Frage jetzt, kriegt man den Erfolg dann auch mit Mods schalten Erfolge aus. Mit Fisch drin oder nur mit Satellit, die Forschungspakete? Ach so. Nur mit Satellit. Nur mit Satellit? Das ist ja krass. Okay. Da müssen wir die wirklich automatisieren. Ja, die Satelliten haben wir doch automatisiert, oder? Können dann wir hier anfordern. Ja, dann würde ich hier nämlich eine Anforderungskiste setzen. Oder was? Würde dann sagen, hier immer einen Satelliten, oder? Ja, mach das. So, Gnichert hat jetzt gestartet. Der ist dann weg. So. Und dann könnte man ja noch eine bei mir ruckelt schon wieder heftigst. Ich hätte jetzt nämlich noch vorgeschlagen, dass wir eine Kiste machen, die automatisch die Forschungspakete rausknickt. Boah, krass, also quasi, warte, ich hab da was. So warte was? Mal, wir bräuchten einen filternden Knicki, der automatisch die Forschungspakete rausknickt. Das da? Oder? Ihr macht das schon, ich mach wir was machen anderes. Ich mach jetzt was anderes. Das heißt, wir brauchen dann hier. Baust du schon? Ah, du hast schon eine passive Anbieterkiste. Ist cool. Können wir? Bei wem klimmt darf da darf ich starten? Nein, du startest. Stell doch ein, automatisch starten, wenn Rakete bereit. Boah, geil. Ey, Leute, das was heißt, sollte ich wohl machen ohne diesen cleveren Mitspielern? Ja, weil dann kriegen wir doch jetzt diese Forschungspakete, oder? Was? Ja. Ist zu laut, Moment. Ich sage, dass du was hörst, aber du redest nicht. Was? Ja, und Forschungspakete werden rausgeknickt. Jetzt können wir die oben noch anfordern, oder? Anfordern, wie viel? 1000 immer, ne? Für alle. Und da kommen sie auch schon. Oh, ich glaube, wir brauchen von den Kiddies noch ein paar. Wollen wir die einfach per Fließband rüber schicken? Diese Robis, die jetzt hier andauernd 1000 Dinger rüberschiffen. Ja, so oft startet die Rakete ja nicht. Naja, was sagst du? Wir sind schon wieder bei 30%. Ja, und die Robis sind fertig.
Siehst du? Und ich kann wieder laufen. Ich glaube, das liegt echt an den Robis, wenn bei mir das. Ja. Sag mal, ich kann nicht mehr gucken. Hat so lange auf dem Bagger gesessen, es vibriert alles vor Augen. Darum hier lang. Da hoch. So. Jetzt, wie ging das? Dann. Es denken alle, du bist Baggerfahrer. Ja, lass sie denken. Denken ist gut für dein Hirn. Das schützt dein Gehirn vor Untermüdung, Unterkühlung. Oha. Wow, schon wieder eine Rakete. Ab euch, läuft. Guckt euch an, was der Benny macht. Guckt euch an, was der Benny macht. Dann müssen wir aber hier nochmal das da forschen. Und die Rakete, sie fliegt. Fliege und Sieg. Oh, heiß, 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 heiß. Oh. So laut. Das liegt daran, dass du Kopfhörer auf hast. Ach, da sind die. Guck mal an, da. Da, jetzt kann ich das auch sehen. Sehr gut. Wir könnten alternativ auch, um das Ganze noch zu beschleunigen, Manny. Hier könntest du einen Belader reinmachen, oder? Zum Reinladen. Weil so der was Knicki, machen. Der. Gibt es einen filternden Belader? Ein filternden Belader. Nein. Den Belader kannst du reinstellen. Ja, die sind alle. Können alle filtern. Das heißt, du kannst mit einem Belader eigentlich rausgehen. Aus dem. Jetzt musst du noch so einen 3 in 1 Joiner rein machen. Jetzt wird's. Pass auf, das machen wir auch. Das machen wir auch hier. Wesley wird schreien. Ein was? Wesley schreit. Kannst du die Tunnel nochmal kurz wegreißen? Und wo sind die drei Eingänge? Ah, falsch rum. Doof. Wenn du das sagst. Dann nehmen Doof, wir Kurs. Wir brauchen es genau das, ne? 3 zu 1. Oh. Jetzt läuft's bei uns. Also richtig. Jetzt pass auf, wie das, Alter. Zucker, sag ich dir, Zucker. Und wir könnten dann noch 4 Stück mit dran machen, dann könnten wir sogar ein 7 zu 1 da drauf setzen. Zucker, sag ich dir, Zucker. Ist super geil, ne? Wir stehen hier 14 Minuten lang und gucken Scheißfläschchen zu beim Fließen. Na, jetzt halt, Moment, ich produziere noch von 1, 2, 3. Ich wollte es auch gerade machen. Wo sind die jetzt hin? Weg. Nein, doch da, ich hab sie. Also ich sehe wieder, ja, das genau. Internet ist bei mir wieder richtig geil. Warum? Als hätte sich nichts gebessert. Ach ja. Das war doof. Das muss am Gniechnet liegen. Ja, absolut. Was? Die können doch nicht direkt hinter den Tunnel. Doch, können sie, aber nicht direkt hinter. Vorm Band. War das andersrum? Hoch, so rum? Ja. Da ist eh irgendwas schief gelaufen.
Die stehen irgendwie falsch rum da. Irgendwas habe ich gerade gedreht, genau. Oh, das ist ja hier, das artet ja noch in Arbeit aus hier, Junge, Junge. Naja, kannst die Mauer wegreißen und das Unterirdische weglassen, oder? Nein, die Mauer muss bleiben. Die Mauer muss nicht weg. Nicht weg. Njacht. Gnicht weg. Nicht weg. Gnicht weg. Ja, nicht nett. Wollen wir dann mal unten unser Bahnchaos noch zeigen? Sollen wir da mal hinspazieren? Ja, ich wollte noch mal ganz kurz hoch zu unseren Raketenbauteilen gucken, ne? Ob die jetzt stagnieren oder. Wie das läuft? Ja, wichtig ist halt, also wir sollten nie ohne sicherstellen, dass die Rakete nie startet, ohne dass ein Satellit drin ist. Startet die denn ohne was drin? Ja, wir haben ja gesagt, automatisch starten, oder? Ihr startet, heißt denn Autostart auch ohne was drin? Das ist die Frage. Das ist die Zuschauer. Achso, nee, mit Ladung. Autostart mit Ladung jetzt. Das ist die Zuschauerfrage. Ja. Alternativ können wir einfach Ladung ein bisschen hochdrehen, dass wir da einen kleinen Puffer haben. Ich habe ja schon 2 draus gemacht. Machen wir einfach mal 5 draus. Und dann Alarmsignal, dass wenn es auf 0 fällt. Ja, viel Spaß, Benny. Nein, ich wollte unten. Ihr habt schon was zu tun. Nein, ich muss weg. Ich bin schon wieder weg. Guck mal, das passt hier wunderbärchen hin. Machen wir hier. Nein, rotes auslesen. Zack, da hoch. So, ich laufe jetzt hier ganz gemütlich nach unten, weil wir haben ja noch 3 Minuten Folge. Was? Ach, ihr habt nichts gemacht? Kleiner 2. Oh, ah, irgendwas. Mach mal kleiner 3, das dauert ein bisschen, ne? Oh, irgendwas funktioniert hier unten nicht. Hier steht echt alles. Warum fährt der nicht? Automatisch. Der ist leer und fährt nicht weg. Warum? Krass. Ja, jetzt genau, jetzt hier kommen. Nicht nett, einmal hierher kommen, Anschiss kassieren. Oh, jetzt gibt's auf die Fresse. Ja. Kannst du mir erklären, wie du es geschafft hast, dass alle Kettensignale blau sind, aber wirklich alle? Dem eine Ampel rot. Wirklich ist. Alle, guck dir das an, hier steht alles. Alles. Ich kann über die Gleise laufen, es passiert nichts. Ich werde nicht sterben. Ey, was forschen wir denn jetzt? Ah, komm. Weil. Ja, das war ja das Problem, was wir da schon hatten. Weil da oben Züge drin sind. Warum fahren die Züge denn da nicht raus? Ja, weil hier das Kettensignal blau ist. Da vorne fehlt auch noch ein Eingang. Warum ist da überhaupt ein Kettensignal direkt nach dem Bahnhof? Weil wir noch ein Signal brauchen dahinter. Aber mach mal bitte da, wo die beiden Gleise zusammenführen, noch ein Signal hin. Von mir aus ein ganz normales. Ein Signal oder ein. Ein normales Signal. Kein Ketten. Ich hatte doch neulich noch Signale. Warte mal. Da. Ja, dann setzt du doch mal, wo du es hinhaben wolltest. Hat er? Bin gerade aus Versehen. Ja, jetzt steht er da. Jetzt steht der da. Der ist rot, der wird beladen. Hier ist doch wieder grün. Ah, oh, da fehlt ein. Ach. Soll ich das hier, wo ich gerade stehe, zu einem. Wo fliegt jetzt mein Robi schon wieder hin? Ich mache mir gerade mal ein bisschen Sicht. Da, wo ich gerade stehe, soll ich das zu einem normalen Signal machen? Ist das ein Kettensignal? Das. Nee, eigentlich doch. Doch, mach mal. Da ist es schon eins. Und dann ist die Frage hier in den Kreisel reinfahren. Das muss ja genau. Da sein, stehst gell? Du wunderbar. Dankeschön. So, in den rein eigentlich immer Kette, raus normal.
Das heißt, wenn ich jetzt hier so eins hinsetze, raus normal, ja? Du verstehst? Wo ist denn raus normal? Ach, da, wo er jetzt gehalten hat, oder was? So, Oh, ich und komme dann mal muss runter, das das ist hier auch mir noch zu. Kette sein. Warte mal, dann Das braucht man kriege ich hier. so auf der Ferne, nicht auf der Kette. Warte mal, Ah, das die Folge ist ja Signal auch schon hier. wieder um. Nein, ehrlich. Krass. Sachen gibt's. Wenn man Der einfach mal hier auf Uhr sagt, guckt, dass ne? rot ist. Wir brauchen Zugexperten. Leute, wo sind die Zugexperten gelandet? Ich muss unbedingt Doskes mal ins Forum schreiben. Muss da mal Ja, der dran. darf ja auch gern mal hier vorbeischauen, oder? Ah, der Mitmachen ist gerade ein vielleicht. bisschen busy, aber fragen kann ich. Ist busy. So, was hast du jetzt gemacht, dass das alles entwirrt ist? Ich habe zum einen hier das Signal, wo ich gerade stehe, Ja, das habe sieht ich gut aus. ein bisschen woanders hingesetzt, weil das war so weit hier drin, dass kein Zug mehr reingepasst hat. Ja, das Problem, ich habe hier extra keinen Sinn gemacht, weil wenn hier ein Zug Ne, hält, da war blockiert ja er ein. diese Kreuzung. Achtung! Diese Kreuzung. Dun, 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 dun. Die Folge ist ja vorbei von dem. Ja, genau. Jetzt mal aufgehört, wäre das nicht passiert. Wäre das nicht passiert. Ach Ja. so. Ach so. Benny, du hast jetzt ein paar Züge offen. Nein, Was hatte ich? beliefert mich nicht alle. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Ja, also wieder eine Überlängenfolge. Nein, so. Ja, ich hole mal in Aufnahmepause meine Leiche wieder. Kratz sie mal von den Genau. Gleisen. Kratz mal deine Augen, wieder überfahren worden. Erst Matsch, Matsch, mal wieder allein. Wo zum Teufel fährt er hin? Das war unklug. Wieder überfahren worden. Du fährst jetzt zum Hauptbahnhof. Dankeschön. Ja, Aufnahmepause war das Stichwort. Achtung. Alter. Wenn man so langsam ist, ne, unterschätzt man das wirklich. Echt schlimm. Überleg mal, wir hätten jetzt noch Raketentreibstoff in den Zügen drin. Überlege mal. Und überlege mal, wir hätten einfach mal aufgehört, als wir gesagt haben, wir hören jetzt auf. Ja, dann wärst du in der nächsten Folge gestorben. Deswegen hören wir jetzt einfach mal auf und sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Aber hey, Und. Knichlet, gratuliere, du hast es geschafft, denn zwischen zwei Folgen einmal zu sterben und dann in der darauffolgenden Folge auch nochmal zu sterben. Nice, GZ. Au! Ups. Hast du Ich einen glaube, angebumst? ich muss mir echt mal Dings einbauen. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Ich habe auch ein bisschen Schaden gekriegt. Oh, ich habe mir eine super tolle. Ach du Scheiße, sind die Batterien groß. Gut. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ja, bis dann. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.